Hallo meine sehr verehrten Damen und Herren und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Let's Play Landwirtschaftssimulator 2015. Und wie versprochen werden wir jetzt erstmal erstmal die Spur halten, unsere Setzlinge hier rausschmeißen und dann werden wir hier mit dem Traktor hier, mit dem da, wo der steht, gleich werden wir ihn besser sehen. Der da werden wir werden wir dann unser Holz laden, das wir ja reichlich abgeholzt haben. Unser Düngerer ist fertig. Ja, wunderschöner Freitag, oder? Der ist so schön. Mensch, ich würde ihn glatt heiraten. So, und wenn wir die Setzlinge hier dann drin haben, haben wir zwei Reihen. Das ist dann auch schon mal gut. Die müssen ja vor allem auch erstmal noch wachsen, ja. Da bin ich auch übrigens mal gespannt, weil ich persönlich habe zwar schon Setzlinge selbst gesetzt, in meinem Tutorial-Video zur Forstwirtschaft, also was neu ist, ganz am Anfang irgendwann, müsst ihr mal gucken. Im LS15 Showroom, wo die ganzen Mods-Vorstellungen sind, ist irgendwo das zweite oder das erste Video sogar, das erste Video in der Playlist Forstwirtschaft. Und da habe ich zwar mit der Setzmaschine hier Bäume gesetzt, aber persönlich gesagt habe ich die noch nie wachsen lassen, also weiß ich auch nicht, wie lange die brauchen. Das heißt, jetzt ist Premiere. So viele Bäume habe ich auch ehrlich gesagt auch noch nicht gesetzt. Und alles Premiere. So viele Bäume setzen und die wachsen lassen. Wahnsinn. So, jetzt haben wir die zweite Reihe. Ja, stehen wie ein Reihenglied. So, und jetzt rennen wir hier rüber, weil wir wollen ja auch noch ein bisschen was schaffen heute, ne? Und wir werden jetzt auch hier mal ein bisschen Gas geben, die Zeitbeschleunigung reinhauen, denn wir haben ja Arbeitslicht, das bedeutet, wir können auch bei Nacht arbeiten. Mensch, wir sind so cool, Wahnsinn. Weil wir wollen ja auch wieder ein bisschen mehr Kohle ranschöpfen. Wir haben zwar jetzt ein bisschen Kohle gut gemacht aufgrund der wieder Außenperspektive machen, um so genau zu gucken, wo ich mich hinstelle. Wir haben ja schon ein bisschen Kohle gemacht aufgrund des Rapses, den wir verkauft haben. Aber die Bäume bringen ja trotzdem mehr. Ah, so, ich dachte eben schon, da geht nichts. Wie? Scheinwerfer kaputt. Scheiß Arbeitsmaterial. Ja. Jetzt müssen wir bloß irgendwie über den Hänger hinauskommen. Und unser Hänger hängt hinten in der Luft. Oh, wir sind so stark heute, gell? Wir sind so unglaublich stark. Und merke nochmal die Mausempfindlichkeit hochstellen. So. Wahnsinn. Wahnsinn. Wir sind so. Ach, Mensch. Da ist unser Arbeitsscheinwerfer. Huh? Oh, ups. Entschuldigung. Entschuldigung, Baum. War keine Absicht. So. Wir sollten eigentlich, da wir ja schon normalerweise unter normalen Umständen relativ flott sind, sollten wir den Hänger vollkriegen. Wenn der Baumstamm das machen würde, was er machen soll und nicht so abspacken würde. Warum auch immer es schon wieder tut, ich weiß es nicht. Also, ach, ist, ja, egal.
Ich reg mich jetzt nicht mehr auf. Liegt zwar jetzt wieder total beschissen. Sorry für das Wort. Oh, jetzt strahlen wir ein bisschen hier den Himmel an. Hallo. Ist schon ziemlich cool, ne? Hier auch die Bäume dann auch bestrahlt. Bestrahlt. Naja, besser bestrahlt als beschnitten. Aber beschnitten liegen sie ja schon hier vor mir. Dö, dö. Wir haben ja Fasching. Ja. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich stehe ja... hallo? Ich stehe ja schon auf Fasching, ja? Ja, also an Fasching habe ich die geilsten Aktionen erlebt. Worüber ich nicht sprechen werde. Also für all diejenigen, die jetzt denken, boah, geil, die jetzt in die Kommentare schreiben, oh, erzähl doch mal. Nein. Also ein paar Storys vielleicht, ja. Aber nicht alle. Ein paar Storys gehören zu der Kategorie, was dort passiert ist, bleibt auch dort. Nein, Spaß, ja. Ich war immer anständig. Hab nie irgendwelche bösen Sachen gemacht. Eben war ich mir ganz kurz unsicher, mit welcher Taste ich das Licht nochmal anmache. Ja, das ist halt ein typischer Rave, ja. Ein typischer Rave-Hobby war das. Ah, ne, da geht nur die. Nur das Lämpchen war. Ne, also wie gesagt, ich stehe ja voll auf Fasching. Verkleiden und... Da fällt mir übrigens ein, mein Highlight-Film bis jetzt in diesem Jahr. Verdammt. Mir fällt's immer ein. Die Partybullen. Die Partybullen steht hinten dran, der ist relativ aktuell, ich glaube, der läuft noch im Kino, ist aber für die Hasen, für die alten Hasen unter euch, die so Filme direkt schauen im Kino, ist der schon alt. Ja. Ich persönlich habe den im Kino gesehen, ich habe nur Trailer und so weiter gesehen, aber ich habe den allein schon wegen dem Trailer gefeiert, ohne Ende. Also der ist ja nur geil und ja. Da geht, und zwar kurz zusammengefasst, da geht es um zwei Kumpels. Der eine ist programmiert Videospiele, mehr oder weniger erfolglos. Und der andere ist, ja, der war mal ein ziemlich guter Footballer. Und ja, versucht sich mit irgendwelchen Jobs über Wasser zu halten. Und ja... Und die verkleiden sich aufgrund von einem Klassentreffen, glaube ich, war das, oder ist es, verkleiden die sich als Polizisten, weil es angeblich heißt, also es heißt Maskenball, ja, und der eine, der die Einladung und das Zeug besorgt hat, hat es irgendwie total verwechselt und hat anstatt Maskenball, ja, hat er einfach gemeint, ja, da verkleiden wir sich ja auch. Und dann kommen sie als Cops und so weiter und dann rennen sie irgendwie über die Straße nach dem peinlichen Auftritt auf dem Maskenball und von den Schulkameraden. Und dann merken sie halt, ja, wie sie dann auch beachtet werden und was weiß ich. Und dann geben sie sich halt als echte Cops aus. Der Typ, der eine, der übertreibt es halt dann direkt und kauft dann noch einen Streifenwagen, einen echten, über eBay und lauter so ein Kram und geht halt voll ab. Ja, also das ist so ein Film nach meinem Geschmack, ja. Ich hab nicht viel Ansprüche, ja. Das muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Ich bin so jemand, am liebsten lache ich mich einfach schlapp bei einem Kinofilm. Das ist für mich so wirklich das Wichtigste, ja. Viel Spaß haben, beziehungsweise ich kann auch bei einem Horrorfilm viel Spaß haben, ja. Aber, also wenn die richtigen Leute dabei sind. Aber, ja, so ein Film ist einfach nur geil, ja. So, mal gucken. Fahren wir da hoch. Räume erstmal den Baumstamm hier weg. Sind wir eigentlich genau falsch rum dran gefahren?
Nee, aber das sind so Filme, da könnte ich mich. Das ist, und dann noch mit den richtigen Leuten drin. Dann geht einfach nur die Party im Kinosaal. Aber müssen auch die richtigen Leute dabei sein. Ja, und das sind dann so Filme nach meinem Geschmack. Obwohl ein ziemlicher, ich weiß nicht, Horrorstreifen. Ist es ein wirklicher Horrorstreifen? Ich weiß es gar nicht. Ich schalte mal hier kurz von der Geschwindigkeit, weil ich will jetzt hier erst noch laden. Und ich bin mir auch gerade nicht sicher, wie weit das Feld jetzt schon ist. Was ein richtig cooler Streifen, glaube ich, ist, oh Gott, wie heißt der? Uya oder so. Da geht es um irgendein Spiel. Und da das spielen so Jugendliche und befreien damit dann irgendwelche, irgendeinen Geist, aber einen bösen, ja, weil die Schwester von der einen stirbt, also das Spiel spielt oder so, und dann wollen sie spielen, weil sie Kontakt aufnehmen wollen mit der Schwester oder so, und dann kommt aber anstatt der Schwester kommt dann irgend sowas Böses, das ist eine typische Story, und dann müssen sie das Spiel irgendwie weiterspielen oder so, um den bösen Geist oder so wieder loszuwerden. Und ich bin jetzt so einer, also steht dazu, ich bin gläubig, ja, aber ich renne jetzt nicht in die Kirche wie ein Wahnsinniger. Das gehört für mich irgendwo halt nicht dazu. Also für mich persönlich halt, ja. Also ich muss nicht jeden Tag in die Kirche rennen oder jeden Sonntag, um gläubig zu sein, ganz einfach. Und aber vor so Spielen, bin ich ganz ehrlich, vor so Spielen würde ich persönlich echt die Finger lassen. Also stehe ich auch dazu. Ja, das ist. Nee, ich habe da keinen Bock drauf. Ich sage jetzt nicht unbedingt, dass ich jetzt dann glaube, dass dann da was Böses passiert. Aber ich bin so jemand, der sagt, nee, von sowas lasse ich wirklich die Finger davon. Also dieses. Da gibt es auch so das Brett, wo man dann so Geister Kontakt aufnehmen kann, wo sich dann dieses Ding in der Mitte bewegt, obwohl ja viele dann sagen, da schiebt einer unbewusst oder so, oder man schiebt sich gegenseitig irgendwie oder so. Und vor so Sachen lasse ich echt die Finger. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, Exorzismus und sowas, ja, da glaube ich schon ein bisschen dran. Glaube ich schon. Ja. Ich meine, es wird ja auch heute noch praktiziert. Also ich glaube da ein bisschen dran, ja. So, der ist wieder verkauft, steigen wir hier aus. Und schicken unseren Zug wieder auf Reisen. Auf Wiedersehen, mein Zug. Komm gut an. Ja, und mit diesem ausfahrenden Zug und mit der darauf folgenden Überweisung, die wir dann kriegen, beende ich auch diese Folge dann. Also diese Woche sind wir extrem pünktlich. Also wir haben jetzt 71.000, weil wir ja die abgeliefert haben. Dann müsste es gleich noch mehr kommen, weil wir den Zug losgeschickt haben. Hoffe ich. Denke ich. Oder sind es schon die 71? Ich weiß nicht. Es dauert immer ein bisschen. Ja, 86.000. Perfekt. Wir bringen jetzt noch geschwind unseren Traktor wieder ins Feld zurück. Dann springen wir in den Wald zurück, zu unseren anderen Bäumen, die wir noch haben. Dann springen wir kurz in unseren Düngertraktor, schauen, wie da die Lage ist, wie viel da über Nacht gewachsen ist. Und dann beenden wir diese Folge. Und das letzte Landwirtschaftssimulator 2015 für diese Woche. Und dann geht es nächste Woche Montag dann auch wieder fleißig und munter in alter Frische weiter. Wenn euch das hier alles mal wieder gefallen hat, würde ich mich einfach über einen Daumen hoch freuen, ja, und wünsche euch dann einfach einen schönen Freitag, ein schönes Wochenende und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. In diesem Sinne, ist gut gewachsen. In diesem Sinne, ciao.